Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bus Driver Simulator 2018. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und heute geht es los. Bahnhof bis zum Busbahnhof. Wir sind ja schon Busbahnhof bis zum Bahnhof gefahren, also so ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir sollen 800 Münzen sammeln und da würde ich sagen, gehen wir auf Start. Ohne Schaltgetriebe erstmal weiterhin, weil ich weiß nicht, ich glaube, habe ich momentan noch nicht so Lust drauf. Man kann wohl auch schon Lenkrad nutzen, funktioniert teilweise aber wohl nur nicht so gut. Habe ich mir gedacht, erstmal Tastatur weiterhin und dann sehen wir weiter. So. Ah, mit diesem Bus fahren wir. Okay, es ist auch ein bisschen dunkel, ne? Das heißt, wir machen dann mal Licht an. Ist er jetzt an? Achso, jetzt habe ich schon... Ne, jetzt wollte ich ja gar nicht. Ich glaube, die Türen habe ich schon offen jetzt gemacht. Ich glaube, hier sollen wir die einsacken. Dann gucken wir doch mal. Steigen sie alle ein, nach und nach. Geht's direkt los. So, wir wollten Licht anmachen, ne? Genau, da war ja was. Aber die sterneklare Straße sind wir, glaube ich, nicht gefahren, ne? Die sagt mir jetzt so noch nichts. Okay, wir sollen 19.11 Uhr... Da, okay, wir können eigentlich schon... War da? Sehr schön. Licht im Fahrerraum könnten wir eigentlich auch mal anmachen, ne? Jetzt kann ich jetzt... Wo meine Maus da ist? Wo ist meine Maus denn? Da ist er. Ist das... Das ist die Hupe. Wir gucken mal. Scheibenwischer in Beleuchtung. Ja, ja, irgendwie ist das noch ein bisschen buggy. Ah, jetzt haben wir aber auch die Scheibenwischer an. Irgendwie ist es noch ein bisschen buggy. So, Scheibenwischer aus, bitte. Da, so. Scheinwerfer haben wir jetzt an. In Beleuchtung an. Okay, haben wir jetzt. Okay. So soll es sein. Das heißt, wir biegen ab nach links. Letzte Folge haben wir ja auch so ein bisschen hier begonnen. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, geradeaus. Genau. Generell, dieses Let's Play haben wir auf dieser Route begonnen, meine ich, ne? Auch so ähnlich, sagen wir es mal. Aber Fahrschule, ja, genau. Next Station. Fahrschule. Driving School. Oder wie sagt man? Auf Englisch. I don't know. Nein. Okay. Monsieur, du bleibst aber stehen. Ihr machst aber eine Vollbremse, weil ich habe hier Vorfahrt. Das muss man ja mal sagen. Ich finde, abends zu fahren oder in der Dämmerung ist gar nicht mal so schlecht. Das sieht echt gut aus. An sich. So. Oh, diese gelben. Ich glaube, die gelben können gar nicht fahren, obwohl die blauen auch nicht. Also. Ja, wie gesagt, die KI, die gute alte KI, die ist noch nicht hier so dolle. Muss man nochmal betonen. Die hat noch so echte Mängel. Wobei, das ganze Early Access, 10 Euro, ist in Ordnung, würde ich sagen. Also müssen halt mehr Strecken kommen, mehr abwechslungsreich und an sich halt das Spiel. Also, ne, bin da echt immer gespannt, ob die Entwickler das ganz einfach halten wollen, ob die mehr Features enden oder ich weiß es nicht, Leute. Schauen wir es mal an. Schauen wir es doch mal an. So. Es wird knapp, 19.11 Uhr sollen wir da sein, Leute, aber wir haben es schon in 10 Sekunden dann gleich. Ah, das schaffen wir. Das schaffen wir. Da mache ich eine Vollbremsung hier, dass wir passend die Türen öffnen. So. Kommen Sie rein, kommen Sie raus. So, weiter geht's. Hauptsache, sind genug Passagiere auf dieser Straße, dass wir auch das Ziel erreichen, wenn wir denn keine Unfälle machen. Das wäre natürlich ein totaler Fail vom Spiel, wenn wir jetzt keinen Unfall bauen. So, und alle Passagiere mitnehmen, ja, aber trotzdem die Summe nicht rauskommt, dann wäre das natürlich, ja, leichter Fail, würde ich sagen. Aber pass mal auf, das werden wir beobachten. Ich hätte jetzt auch schon mal so einen Bug so offline in der Folge, da wo ich vorbereiten musste, dass auch wenn man ein Auto eine Bushaltestelle blockiert hat und dann konntest du die nicht wirklich anfahren, beziehungsweise nur so
herum und dann stehst du mitten auf der Straße sozusagen. Also es, aber die Passagiere kommen tatsächlich zum Bus hin auch. Das ist mir auch aufgefallen. Also scheint da irgendwie so ein Trigger zu sein, der groß genug ist. Oh, ein bisschen weiter. Oh, 19:13 soll wir schon da sein. Irgendwie kommen wir nicht vorwärts hier, das muss ich sagen. So, Tankstelle haben wir da auch, aber ich glaube, tanken müssen wir gar nicht. Ah, wir müssen links abbiegen. Das heißt, ich linke mal. Werden wir hier reingelassen? Ja, wir werden hier reingelassen. Perfekt. Wir haben aber sowieso rot. Ich glaube, nach links sind wir noch nie abgebogen. Das heißt, ist es neu, eventuell. So, wir können jetzt gegenüber gucken. Da ist ja auch eine Ampel. Ist ja auch null Problemo. So. Grün, grün, grün. Sehr schön. Let's go. Oh, sorry. So. Blinker aus. Warte mal. So. Warte. So. Ah, wir haben Verspätung. Wir haben Verspätung. Das geht so nicht. Geh mal ein bisschen Gas hier. Wie sieht es mit den Passagieren aus? Hauptsache, mir kotzt da keiner nach. Oh, ich muss hier anhalten. Oh mein Gott. Kotzt da keiner rein hier. Der Partybus. 19:30 fahren also Party. Beziehungsweise machen die Russen immer Party mit ihrer Wodka-Pulle, ne? Nein. Idiot, dass ich so ernst nehme, ne? Ist halt so typisch so ein Vorurteil, sagen wir es mal so, dass die Russen immer mit einer, ich sag mal, Pulle, oh, wir müssen hier rechts, mit einer Pulle Wodka oder so daheim feiern oder was auch immer, ne? Wobei natürlich ist da immer was so dran, ne? Also, irgendwas muss da ein bisschen dran sein. Ist natürlich nicht jeder, aber zum Teil bestimmt schon. So, gucken wir doch mal. Mit schon Gürkchen dazu, ne? Oder wie isst man das? Oder wie trinkt man den? Keine Ahnung. Ah, die trinken den so weg. Die trinken den so weg. 256. Aber was ist hier? Genau, so was haben wir dann. Beispielsweise mal. Osenaya oder so ähnlich. Next Station. Oh, da stehen irgendwie so welche. Da einfach mal rum. Oh, oh, oh. Fahren wir bloß nicht rein. Ah, das haben wir gut hinbekommen. So. Das ist doch ganz gut. Aber irgendwie bekommen wir nicht so viel Geld zusammen, ne? Es ist nicht so viel los. Waren das 800 Münzen oder 300 Münzen? Da bin ich mir jetzt nochmal unsicher. Ich finde, es geht auch mal um den Spielspaß so, ne? Aber das Problem ist, wir müssen halt die Münzen erreichen, damit wir die nächsten Szenarien freischalten können. Deswegen ist das in dem Sinne schon very wichtig. Und wenn wir jetzt auch noch zu spät kommen, dann ist das nicht so gut. So, aber hier sind hoffentlich wieder ein paar gleich. Hier ist die. Aber wir sollen weiterfahren. Hey, was ist hier los? Warte mal. Irgendwie ist hier gerade ein Fehler. Hochschule? Ich fahre doch richtig, ne? Machen wir mal offen. Was ist hier los? Ich habe eine Haltestelle verpasst. Ich habe irgendwie eine Haltestelle verpasst. Ich weiß aber nicht, was da los ist. Ich habe doch überall hier angehalten, ne? Muss ich das jetzt verstehen? Ihr moin, Leute. Das ist ja schon wieder top.
habe ich das denn? Wo ist mir das denn jetzt wieder passiert? Hier, so ein Fail. Na, hier müssen wir links. Ist auch interessant zu fahren jetzt hier. So. Krankenhaus, was haben wir da? Ja, hoffen wir, dass wir das Geld irgendwie noch zusammenbekommen. Ansonsten muss ich nochmal offline fahren. Oh, was ist mit dem da? Der hat aber gut geparkt. So. Ah, da ist schon wieder stockender Verkehr. Wer hätte es gedacht? Da ist die nächste Station. Ach komm, hoffentlich stehen so ein paar. Der Bus ist ja noch leer. Ah, da stehen noch ein paar, die mitfahren wollen. Manchmal gibt es hier auch keine Haltestelle irgendwie. Also kein Bushäuschen. Kein Haltestellehäuschen. So, möchten Sie einsteigen? Erst rauslassen, genau, so ist richtig. Jetzt einsteigen, super. Geht ja richtig gut. Geschmisch. Ach, wir fahren bei den Entwicklern vorbei. Das ist ja interessant. Genau, Geschmisch heißen die. Auf Nachfrage, 19.20 Uhr. Wenn wir erwartet, 2 Minuten. Ich glaube, es ist tatsächlich eine neue Route. So gefühlt. Gerade, wollte dann geradeaus, wir müssen nach rechts, ne? So, Auto, fahr doch mal hier. Lila Auto, schön. Das wünsche ich mir natürlich auch. Ey, nee, schwarz ist schon in Ordnung. So, auch ein schöner Sonnenuntergang da. So, was haben wir hier? Irgendwas mit Straße, aber auf Nachfrage ist die nächste Station. Ach, dahin, ich sehe sie doch schon. Dahin ist sie. Aber ich sehe noch keine Passagiere. Ach, da ploppen sie auf. Das ist gut. Ich glaube, wir müssen doch 800 zusammenbekommen. Hoffen wir es. Hoffen wir das Beste, ne? Ob alle einsteigen? Bin gespannt. Na, möchtest du auch einsteigen da? Eventuell. Können wir mal ein bisschen vorfahren? Nö, okay. Dann fahre ich weiter. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. 508. Weiter geht's. Da ist ein Einkaufszentrum. Wir müssen aber erst nach Gorgas. Oder Georgias. Nee, waren wir noch nicht, würde ich sagen. Es sieht schon echt nice aus. Oh, hier ist gerade echt Stau. Aber wir fahren bequem mal durch. Der Linienverkehr hat immer Vorfahrt, ne? Was ein Einkaufszentrum hier rechts. Ob die Gebäude auch wohl so realitätsnah nachgebaut worden sind? Ich weiß es nicht. So. Oh, da steht nur einer. Ne, zwei. Okay. Eine gute Dame und ein guter Herr. Weiter geht's. Next Station ist Einkaufszentrum. Ah, wie viel Uhr soll wir denn da sein? Steht da gar nicht bei.
Oder Einkaufszentrum Kischmisch. So bedeutet das eventuell. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ah, ich glaube, wir werden zu wenig Geld sammeln. Aber eigentlich läuft es ja nicht schlecht. Außer, ja, natürlich die eine Bushaltestelle. Die haben wir natürlich dann verpasst. Ich habe die echt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo die war. Vielleicht war das wirklich eine so ohne Häuser, wo ich einmal weitergefahren bin. Das kann ja sein. Das mag ja sein. Genau, weil die Frage nochmal aufkam mit Tabulator-Taste, kann ich halt sehen, wo ich her muss. So. Oh, da können nochmal ein paar einsteigen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, weiter geht's. 572. Ne, 604. Ich glaube, da fehlt uns genau das Geld, was wir haben müssen. Pass mal auf. Wegen der Einhaltsstelle. So, ja. Und dann werden wir um 23 erwartet. Oh, wir müssen links ab. So, hier rein. Und wir holen nochmal aus. Boah, hier sind aber echt Schlaglöcher. Krasses Ding. So. Gucken wir doch mal. Oder müssen wir gar nicht halten? Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber irgendwie wollen die nicht aussteigen. Bin doch hier richtig. Oder nicht? Ah, warte mal. Oh, Leute, die wollen. Weißt du, wo die aussteigen wollen? Oder wisst ihr, wo die aussteigen wollen? Ich weiß es, glaube ich. Ich fahre mal eben zurück. Und dann eben hier rückwärts. Die wollen nämlich hier aussteigen, glaube ich. An diesem Endpunkt. Da wollen die aussteigen. Hier wollt ihr aussteigen? Ja, hier wollt ihr aussteigen, ne? Nice. So, jetzt bin ich gespannt. Es wird nicht reichen. Vermutlich. Ja. Und dabei haben wir alles. Wir haben gar keine Unfälle. Es lief richtig gut eigentlich. Nur wegen der einen Haltestelle? Das kann doch nicht sein, Leute. Ah, nee, ist das ärgerlich schon wieder. Oh Mann. Ich finde es echt pingelig teilweise mit dem Geld da. Ja, okay, aber nützt alle nichts. Die werden wir. Ja, die werde ich nochmal intern natürlich fahren, damit wir weiterspielen können hier. Aber ihr habt das ja soweit gesehen. Achso, ja. Okay. Alles klar. Gut, da werde ich weiterfahren. Ja, und dann würde ich sagen. Ups. Ach, haben wir das eigentlich schon von innen weiter angeguckt? Glaub schon, ne? Das sieht eigentlich ganz nice hier aus, muss ich wirklich sagen. Ja, werde ich, wie gesagt, weiterfahren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Tschüss!